Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute geht es um chinesische Aktien und zwar zusammen mit Beate Sander. Es wird eine etwas längere Episode, so ungefähr eine Stunde und 20 Minuten. Das heißt, auf jeden Fall einen starken Kaffee machen. Wir springen auch gleich in die Episode rein. Vorher gibt es aber noch ein bisschen Werbung und zwar für einen neuen Kurs, den ich erstellt habe. Und zwar bei der Lernplattform Udemy. Vielleicht kennst du Udemy schon. Das ist eine ziemlich einfach aufgebaute Plattform, an der man so einzelne Lernkurse absolvieren kann. Und ich habe einen Kurs zu Aktiensparplänen erstellt, indem ich mal gesamten Informationen, die für einen Privatanleger wichtig sind zu wissen, zusammengefasst habe in einen übersichtlichen, fünfteiligen Kurs. Dort lernst du, wie man sich einen Aktiensparplan einrichtet, was die Vorteile, die Nachteile davon sind und natürlich auch, welchen Broker man braucht. Und du kannst mir dabei auch über die Schulter schauen, wie ich selbst Aktiensparpläne einrichte, wie man das im Depot verwaltet, was man bei der Steuer wissen muss und noch viel mehr. Das Ganze findest du unter udemy.com/Aktiensparplan und es kostet gerade mal 12,90 Euro. Das war's, wir springen jetzt direkt ins Gespräch rein. Los geht's! Ja, dann herzlich willkommen endlich mal wieder zurück im Podcast bei Aktien mit Kopf. Liebe Beate Sander, immer viel zu tun bei dir. Wie zum Beispiel gestern warst du ja bei Mission Money im börsianischen Quartett. Vielleicht kannst du uns ganz kurz mal ein bisschen davon erzählen. Und dort ging es ja auch ein bisschen um das Thema China, richtig? Ja, also ich hatte den Eröffnungsvortrag gehabt mit Moderation. War so eine Dreiviertelstunde, freie Rede. Da ging es mehr jetzt auch um meine, von mir erfundene Hoch-Tief-Mut-Strategie, dann auch um die Frage, wie man mit Rückkauf, Aktienrückkaufprogrammen umgehen sollte, dann auch, was man überhaupt macht, ob mehr große Titel, mehr kleine Titel und wie man überhaupt Aktien aussucht, nach welchen Bewertungskategorien. Und danach war dann auch eine Fragerunde und das war wirklich sehr, sehr erfolgreich und ich bekam dann auch noch die Nachricht, dass ich mit dem Börsenführerschein in die Manager-Magazin-Bestsellerliste aufgenommen bin und mich jetzt als MM-Bestseller-Autorin mit diesem Prädikat schmücken darf. Das waren alles sehr erfolgreiche Nachrichten und gerade vor deinem Telefonat hat auch noch das ZDF angerufen, die wollen morgen in meinen Börsenunterricht kommen. Also es ist viel zu tun, aber ich bin ja dankbar, dass ich das alles machen darf. Da freue ich mich. Und das China, ach so, ja, gerade weil du sagtest China, das war auch einer von mehreren Gesprächsinhalten und da gingen die Meinungen sehr auseinander. Und wenn du willst, sag ich da in 2, 3 Sätzen, was so dabei herauskam. Ja, das wäre super. Dann ist das ja nämlich der perfekte Einstieg für unsere heutige China-Episode, wo wir ja auch wieder einige spannende Fakten, Aktien, ETFs und so weiter mitgebracht haben. Aber ja, das würde mich mal sehr interessieren. So, was war so der Tenor der Diskussion in Bezug auf China? Also die Meinungen gehen sehr auseinander, aber Kernthema war immer wieder dieser Machtkampf zwischen Amerika und China, praktisch, es geht einfach hier um die Weltmacht, Wirtschaft, ob das China schafft, USA dauerhaft abzuhängen oder nicht. Und dann kam natürlich auch dieses Bruttoinlandsprodukt. 2007 hatten wir da Zuwachsraten von 14% und jetzt sind es 6,2% und die eine Gruppe sagt, ja, das ist ja ein Absturzregelrecht. Ich sehe das anders. Wenn ich praktisch seit 2007 14% wachse und das auch 2008 und 2009 und so weiter, top, irgendwann geht das nicht mehr. Und wenn ich sehe, dass wir jetzt in Deutschland für dieses Jahr 2019 eigentlich nur noch mit einem Wirtschaftswachstum mit einer 1 vom Komma rechnen
und China so mit 6,2, dann finde ich das immer noch beachtlich, weil es immer schwieriger wird, an alte Höchststände immer zu toppen. Das merkt man als, auch als Autor, wenn man dann ein richtig tolles Jahr hat, dann wird auch erwartet, dass es nächstes Jahr noch toller ist, aber immer prozentual, das geht irgendwann nicht. Und dann kam die Einschätzung Donald Trump, alle waren sich eigentlich einig, der ist narzisstisch, der lügt, der ist auch unberechenbar, das ist er alles und man kann sich nicht auf ihn verlassen, aber doof ist er nicht. Es geht ihm im Grunde genommen immer darum, diese Weltmarktstellung, Amerika ist Nummer eins, zu halten und aufzubauen. Und deswegen verzögert er jetzt wahrscheinlich auch diese Verhandlungen mit China, mit Strafzöllen, um seine eigene Stellung noch weiter zu stärken oder auszubauen. Ob das dann funktioniert oder nicht, das weiß man nicht. Aber es ist im Grunde genommen ein Machtkampf. Es geht, wobei diese Strafzölle und diese ganzen Sanktionen eigentlich nur Mittel zum Zweck sind. Ja, ja, wobei natürlich, also die USA, ich meine, klar, die das Wirtschaftswachstum dort geht jetzt auch wieder so ein bisschen zurück, aber immerhin, die wachsen zum Beispiel stärker als viele andere Länder in Europa, ne? Und also es scheint sozusagen nicht alles falsch zu machen, was der Mann macht. Na klar, weiß man auch immer nicht, korreliert es nur oder ist es halt wirklich ursächlich, was die einzelne politische Maßnahme betrifft. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so dieser ganze Weltuntergang, den man halt vorhergesehen hat, der ist halt eben noch nicht jetzt unter seiner Präsidentschaft geschehen und gerade auch was die amerikanischen Unternehmen angeht, haben sie ja auch bisher eigentlich ziemlich gut profitiert, ja. Aber ja, also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sagt man jetzt in eurer Runde dort, dass nur weil jetzt das Wachstum in China zurückgeht, sollte man China nicht abschreiben und es ist weiterhin auch interessant für Anleger oder gab es da auch jetzt wirklich Leute, die gesagt haben, das ist jetzt sehr, sehr, sehr pessimistisch und man muss extrem aufpassen wegen diesem Handelskrieg, wenn ich es mal so nennen darf, und man sollte lieber vorsichtig sein. Also aufpassen und vorsichtig sein, das ist so ein Grundtenor. Also ja, so risikofreudige Investoren wie ich, dass man vor allen Dingen auch auf Mittelständler setzt, dass man nicht nur die großen internationalen Blue-Chips wählt, da, sagen wir mal, da ist der Dr. Elsässer vielleicht noch am nächsten dran. Aber dass man vorsichtig sein soll mit chinesischen Aktien und auch möglicherweise noch abwarten soll, weil man noch nicht so richtig weiß, wie geht es weiter. Natürlich, was jetzt die amerikanische Situation betrifft, darf man nicht vergessen, dass natürlich der große Kraftquell, dass es den Unternehmen besser geht, natürlich die Steuerreform war. Die zahlen jetzt so wenig Steuer, das war natürlich dann so ein richtiger Treibsatz für steigende Kurse. Das darf man jetzt auch nicht vergessen, dass das da gewaltig eben mitspielt. Genau, das stimmt. Aber ja, da wird sozusagen dann natürlich vor allen Dingen, also die meisten empfehlen dann, dass man sich tatsächlich auf die paar großen Titel beschränkt und jetzt nicht anfängt, da irgendwelche unbekannten kleinen chinesischen Werte zu nehmen, möglicherweise dann auch eher mal zum ETF greift oder zum sehr gut gemanagten Aktienfonds, vor allen Dingen, wenn das Leute sind, die sich jetzt nicht jeden Tag mit der Börse beschäftigen können und deren Startkapital auch nicht so groß ist. Ja, genau. Ja, dann vielleicht machen wir doch mal so einen kleinen Abriss des chinesischen Marktes. Was sind so die wichtigsten Indizes und was sind eigentlich so die wichtigsten chinesischen Industrien? Ach ja, das hatte ich noch vergessen. Also okay, es kam natürlich immer wieder durch als Kontraindikator, dass die Verschuldung in China noch wesentlich höher ist prozentual als in Amerika. Ja. Weil auch damals, als die Solarindustrie begann in Deutschland, die schossen ja die Solar-Aktiengesellschaften wie Champions aus dem Boden. Da hatte natürlich dann auch China versucht, diesen Markt abzugrasen. Und der Staat hat dann jede Menge von Unterstützung zugesagt,
Die Firmen haben dann auch fast keine Zinsen bezahlt und die Verschuldung ist natürlich in China noch höher als in den USA. Beide Länder sind hoch verschuldet, aber China wahrscheinlich noch mehr. Und deswegen ist einer wie Dirk Müller, der vor allen Dingen natürlich auch seinen Fonds sehr stark absichert, weil er meint, die Kursschwankungen würden sehr unzuträglich für Anleger sein, bin ich wieder anderer Meinung. Ich sage immer, Kursschwankungen sind gut für Leute mit Mut, weil man da richtig was machen kann. Das kam so durch, aber jetzt habe ich so ein paar Sachen zusammengetragen. Mhm. Also nochmal aufs Bruttoinlandsprodukt. 2007 hatten wir plus 14%. Jetzt haben wir nur etwa 6,2. Und die chinesischen Exporte, die verringern sich im Vergleich zu 2016 um 4,4%. Die Importe gehen etwa um 7,6% zurück. Und die chinesische Verschuldung erreicht dramatische Ausmaße von mehr als 200%, während die USA natürlich mit rund 150% auch nicht, sagen wir mal, wenig verschuldet ist. Und man muss aber immer wieder sagen, ein Wirtschaftswachstum in 12 Jahren zwischen 6 und 14% ist für mich trotzdem eine großartige Leistung, denn es geht irgendwann wirklich nicht mehr, den Hochpunkt zu toppen. Das sind so ein paar Zahlen. Wenn du willst, sage ich noch ein bisschen jetzt was zum Neuwagenabsatz und zu den Firmenbeteiligungen, wenn es interessiert. Ja, doch, durchaus. Also meinst du jetzt die Firmenbeteiligung von chinesischen Unternehmern in Deutschland oder was meinst du? Ja. Okay, also ja, gerne. Generell haben wir ja auch in China jetzt immer wieder vor 2 Jahren so Autofirmen wie Bike und Geely und Büt gehört und gedacht, die wachsen ohne Ende. Das ist jetzt auch nicht mehr so doll, weil auch die Konkurrenz groß ist. Aber wir können praktisch sagen, bis Dezember 2000 ging es nach oben und seitdem runter. Wir haben jetzt praktisch einen Umsatzminus um etwa 13% minus. Mhm. Wir werden im Moment praktisch nur 2,66 Millionen Autos verkauft und davon sind auch die deutschen Marken BMW, Daimler, Porsche, Audi, VW betroffen. Natürlich kann ich den Wahrheitsgehalt von solchen Zahlen nicht beweisen. Ich muss mich darauf verlassen, wenn ich so etwas lese, dass das zumindest mal ein Ansatzpunkt ist, sich darüber Gedanken zu machen, ob man dann die Aktie kauft oder nicht. Aber eine Überprüfung auf wahrheitsgemäß ist Wahrheitsgehalt ist natürlich für mich keineswegs möglich und wahrscheinlich auch für viele andere nicht. Das mal zum Autoumsatz. Und da wartet man natürlich vor allen Dingen auch ab, wenn es richtig nach oben gehen soll, muss man natürlich das Batteriesystem, die Reichweite muss man gewaltig verbessern, die Preise müssen runtergehen und es steht natürlich immer noch der Konkurrenzkampf an. Gewinnt die Batterie nun tatsächlich oder haben Brennstoffzellen auch echt große Chancen? Also das geht hier noch eine ganze Weile weiter und dann auch diese ganzen Forschungen in Entwicklung in Richtung autonomes Fahren, das kostet auch einen Haufen Geld und deswegen sehen wir ja auch, das ist nicht nur in China so, sondern gucken wir uns unsere Automobilfirmen an im DAX, wie BMW und Daimler, die haben KGVs teilweise jetzt von 6, die haben Dividenden von 5, 6, 7%, die Autozulieferer genauso, da sind auch manche so richtig in den Keller abgestraft worden und im Kellerloch versunken, wenn man an Leoni denkt, wenn man an Elring Klinger geht. Das ist jetzt ein weltweites Problem und es trifft auch Amerika. Das waren jetzt mal Autos und du hast ja dann auch gefragt nach den Firmenbeteiligungen. Mhm. Also generell war China und ist sicherlich China auch weiterhin an Firmenbeteiligungen in Deutschland interessiert, aber jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass China hier möglicherweise auch den Rückwärtsgang einschaltet. Wir hatten 2017 einen Rekord gehabt.
mit rund 11.200 Übernahmen und Beteiligungen. 11.200 2017. 2018 sank die Zahl auf knapp 9.000. Das ist also schon ein erheblicher Rückgang. Und etliche Beteiligungen, die enttäuschen auch. Man hat sich zum Beispiel so viel von versprochen, von KUKA, mit deren hat gedacht, das ist für KUKA ein richtig gutes Geschäft. KUKA klagt aber jetzt auch, dass die Zusagen nicht eingehalten werden und dass die hochwertigen Roboter von KUKA auch nicht in dem Maße wie angekündigt jetzt in China zum Einsatz kommen. Und man sieht ja auch, dass der KUKA-Kurs ja auch wirklich immer schwächer wird. Wir liegen da jetzt noch so bei 60 Euro. Ich habe mal die Hälfte verkauft mit 355. Das war aber auch nur 2 Tage, dass die Aktie so oben war. Also das nur mal zu diesem. Ich habe jetzt noch so ein bisschen was über Umsatzanteile von DAX-Konzernen in China. Ich weiß nicht, ob das interessiert. Und da könnte ich ein bisschen was zu sagen und dann vielleicht auch noch, wie man überhaupt umgeht mit diesen chinesischen Sachen. Das würde mich auch auf jeden Fall interessieren, weil also ist ja immer heiß, dass die DAX-Unternehmen sehr stark auch von chinesischer Wirtschaft und Nachfrage abhängig sind. Also schieß gerne los nochmal dazu. Also auch hier muss man wieder sagen, das ging es erst mal seit 1997 ging das unendlich in die Höhe. Und da waren die Umsatzanteile riesig. Aber diese erfreuliche Entwicklung ist jetzt auch ausgebremst, nicht zuletzt eben durch diese politischen Krisen, den Handelsstreit mit dem unberechenbaren Machthaber Donald Trump. Und dann natürlich ist wie so ein Fallbeil, sieht man eigentlich immer so mit geistigen Augen auf diese Strafzölle. Was passiert jetzt? Wir haben dort auch Verkaufsflauten und die Chinesen, die ja auch sonst so konsumfreudig sind, wie jetzt auch die Bundesbürger, da wird oft nicht gespart, sondern immer nur konsumiert, weil man meint, oh, sparen lohnt sich eh nicht, statt dass man in Aktien geht. Das ist in China im Moment auch so, dass die Chinesen, vor allen Dingen die eben nicht keine Millionäre und keine Milliardäre sind, dass die im Moment auch lieber ihr Geld zusammenhalten, statt es auszugeben. Okay. Ja, dann könnte man vielleicht, wie man mit diesen Sachen umgeht, praktisch, ob man da jetzt Aktien kauft oder ETFs, beziehungsweise sich auch einen gewissen Einblick verschafft, welche gut waren, welche weniger gut waren, welche niedrig bewertet sind, welche hohe Dividenden bezahlen. Wenn ihr wisst, kann man das mal so durchgehen und dann habe ich nachher auch eine Auswahl mal von chinesischen Aktien zusammengestellt. Ich selber habe auch ein paar, aber nicht übergewichtet. Und dann habe ich auch noch zum Schluss 2 ETFs und 2 Aktienfonds mal rausgesucht. Genau. Ja, was sind denn so die umsatzstärksten und auch mit meisten Handelsvolumen so Aktien, die eigentlich so dominieren den chinesischen Markt? Also ich wollte jetzt nur mal generell sagen, also wenn man wirklich was weiß, man hat ein gutes Börsenwissen, man hat auch genügend Geld und man hat auch genügend Zeit, dann ist mit Einzelaktien sicherlich auch am meisten Gewinn zu erzielen, dann würde ich das empfehlen. Vor allen Dingen, weil man ja auch jetzt zu niedrigen Kursen einzelne Titel herauspicken kann für Einstieg und Zukunft, Zukauf natürlich. Und umgekehrt kann man bei hohen Kursgewinnen auch mal Teilverkäufe vornehmen. Wenn man dagegen jetzt wenig Geld hat, oder man ist Student, man startet gerade seine Karriere, man ist beruflich und familiär stark eingebunden, dann würde ich von Einzelaktien eher abraten, höchstens 2 Titel. Das wäre dann von Alibaba und Tencent. Und dann sagen, nee, mehr mache ich nicht, ist mir zu gefährlich. Und stattdessen, dass man sagt, ich lege mir da einen guten ETF oder einen guten Aktienfonds zu, je nachdem, wie man zu diesen beiden steht. Das wäre mal generell zu sagen. Und ich kann mal jetzt ganz kurz
sagen, was jetzt zum Beispiel 2018 die besten Unternehmen in China gemacht haben, wenn man so gut ausgewählt hat, und umgekehrt, wie gewaltig man auf die Schnauze fallen konnte, auch wieder mit den 4 schlechtesten Aktien in einem Jahr und dann auch ein paar, auch wieder 4, wo man eine dicke, fette Dividende einfahren konnte. Wenn das interessiert, mache ich da von jedem mal diese 4 Werte. Die muss man sich ja nicht unbedingt aufschreiben, nur mal, dass man so ein Gefühl hat. Okay, ja, gerne. Mhm. Also, wenn man jetzt sagt, welche Werte haben 2018 gewonnen, mit welchen Prozentsätzen, da haben wir praktisch so eine Spannung zwischen knapp 20% und 30% im Jahr. Das ist nicht schlecht, denn was hat unser lieber guter DAX gemacht, um den sich alles dreht? Der hat ja 2018 minus 18% gemacht. Der MDAX und SDAX auch etwa in dieser Größenordnung. Nur der TechDAX und der Nasdaq, die waren besser, nämlich mit minus 5% 2018. Und wie gesagt, das gilt für die Indizes. Wenn man dagegen Einzelaktien raussucht, findet man überall gute. Auch beim DAX, beim MDAX, ganz klar. Und hier hat Lenovo gewonnen, praktisch mit 30% Gewinn. Dann Sphere Pacific, kenne ich nicht weiter, die haben 23% gemacht. City Pacific, die haben 22% gemacht. CLP Holdings haben 18% gemacht. Ich habe von diesen 4, die jetzt 2018 am besten abgeschnitten haben, habe ich nur Lenovo, und die habe ich mal sehr, sehr günstig im Altbestand, habe ich aber auch nicht mehr nachgekauft. Jetzt kommen die Verluste, und die sind aber so richtig dicke Fett. Also China Brillanz, 70% in einem Jahr zu verlieren, das ist schon knallhart. Geely hat auch 2018 minus 46% gemacht. Ich habe diese Aktie. Allerdings habe ich sie viel, viel günstiger gekauft, als der Kurs jetzt ist. Also ich bin jetzt mit dieser Geely-Aktie nicht im Gewinn. Aber ich habe auch nicht mehr jetzt ein paar 100% plus, sondern wahrscheinlich so 50% oder 60% plus. Aber die Erfolgsstory, die bis 2017 geht, die ist im Moment erstmal vorbei. Im Moment steigt es jetzt wieder ein bisschen bei Geely, aber so richtig rasant auch nicht. Die nächste, Shangri-La, kenne ich auch nicht weiter. Die haben dann Verlust gemacht von 36. Und jetzt kommt die zweite, die ich eigentlich sehr schätze. Das ist Tencent Holdings. Da bin ich auch immer noch hoch im Gewinn, weil ich die sehr früh gekauft habe, nämlich mit 20. Aber wenn man da spät eingestiegen ist, hat man auch ein Minus gemacht von 23%. Und da sieht man immer, gerade in China, man sollte auf keinen Fall, weil irgendjemand jetzt sagt, kaufen Sie das, die ist jetzt so runtergegangen, die kommt wieder hoch. Das ist ein gefährliches Spiel. Und wenn man das auch nervlich nicht aushält und auch nicht mit der Vermögensdecke, dann würde ich sagen, okay, Alibaba, Tencent wird langfristig wachsen. Da geht man jetzt kein großes Risiko ein, wenn man da sagt, ich mache da mal was mit zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Höhere Summen würde ich nicht machen. Aber wenn ich jetzt Angst habe und wenig Geld habe, wäre da auch noch wieder der bessere Weg, nachher ein ETF oder ein Aktienfonds zu nehmen. Also wenn du willst, sage ich jetzt mal kurz, welche die höchste Dividende gerne. Gerne gleich nur ein kurzer Kommentar von mir auch dazu. Genau das ist ja auch der Punkt, den ich mal in einem Video über China gesagt habe. Man muss eben bei chinesischen Aktien immer mit berücksichtigen, dass eben die politischen Risiken vielleicht etwas höher sind als in anderen Ländern, so sehe ich das jedenfalls, weil eben diese Staatsbeteiligung und die staatliche Regulierung doch schon höher ist als in anderen Ländern. Auch wenn es in anderen Ländern jetzt mehr und mehr zunimmt, vom Eindruck her. Aber eben genau das, da fällt dann mal irgendwo eine Subvention weg
Oder es wird zum Beispiel, das war ja auch bei Tencent der Fall, eine neue Regulierung eingeführt bezüglich dieser Online-Games und so weiter. Und das kann eben dazu führen, dass auf einmal eine Aktie ziemlich stark auch fallen kann. Das heißt, ich will nicht sagen, dass das generell jetzt schlecht ist, dort zu investieren. Das muss ja jeder selber wissen. Ich will nur sagen, dieses Risiko hat man eben immer mit dabei, dass auch wenn das Unternehmen eigentlich gut wächst und gut läuft, eben aufgrund staatlicher Einflüsse es eben mal temporär ziemlich nach unten gehen kann. Das sollte man halt immer im Hinterkopf behalten. Man muss auch beachten, dass China, das ist eben keine das ist kein demokratischer Staat. Ja. Wenn man sieht, wie auch Bürger überwacht werden, die sind da jetzt nicht nur Meister vielleicht im Plagiat, im Kopieren, sondern die setzen die Digitalisierung auch auf eine Weise um, dass man sich fragt, Mensch, wird denn alles, was ich tue, überprüft? Ich brauche ja nur mal über die rote Ampel zu laufen, das mache ich ja auch. Wenn ich keine Autos sehe und es ist rot und es dauert lange, dann laufe ich auch über die rote Ampel, selbst mit meinem Oberschenkelhalsbruch. Und da ist mir auch noch nie was passiert, weil ich immer gucke, sind Autos in der Nähe. Aber wenn man das in China macht, egal ob Autos in der Nähe sind oder nicht, dann kommen gleich Entzug von Vergünstigungen. Du darfst nicht mehr mit einem Flug irgendwo hinfahren. Also dieser Luxus ist dir verwehrt. Du darfst auch nicht mehr mit Schnellzügen fahren. Also dann gibt es ein ganzes Strafregister, was passiert, wenn ich auch als Student mal zu spät in die Uni komme oder ich habe mal am Arbeitstag geschwänzt. Das macht man hier in Deutschland ja auch wohl. Ich glaube nicht, dass die Leute, wenn sie fehlen, dass sie nur in jedem Fall krank sind. Und all solche Dinge, die werden so hart bestraft, dass mancher dann auch sagt, nee, also in so einem Überwachungsstaat möchte ich nicht leben und von dort her will ich dann vielleicht auch keine Aktien haben. Ich glaube, diese Antipathie gegen solche scharfen Überwachungen, die spielt oft auch mit einer Rolle, ob man jetzt chinesischen Aktien wohlgesonnen ist oder ob man es nicht ist. Ja, absolut. Aber und wenn man jetzt an die Dividenden denkt, da gibt es auch Firmen, wo die Dividende hoch ist. Also ich weiß nicht, wie sich's ausspricht. Komischer Name, so fängt mit Y an. Jue Juen, die haben praktisch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis vernünftig von 11 und eine Dividende von 7%. Das ist viel. Auch wenn ich jetzt PCCW nehme, die haben KGV von 21, das ist schon höher, aber auch eine Dividende von 7%. Wenn ich jetzt WAF Holding nehme, die haben ganz niedriges KGV, nur von 8, da denken wir ja schon an deutsche Autowerte so ungefähr oder an russische Aktien, die haben auch eine Dividende von 6,2 und Shanghai Int, wie gesagt, abgekürzt, die haben noch weniger KGV, nämlich nur 5,1 und haben auch eine Dividende von 6. Also wenn man so als Dividendenjäger nach Dividendenaristokraten sucht, dann würde man da auch einige finden. Das wäre mal so allgemein. Mhm. Und wenn du dann bist, habe ich mal jetzt praktisch 8 Aktienfavoriten für 2019 aus China in verschiedenen Zukunftsmärkten. Da würde ich sagen, das sind so die bekanntesten. Die haben zwar großteils 2018 auch verloren, aber ich habe das hochgerechnet, soweit es die Firmen gibt, bis zu einem 10-Jahres-Vergleich und da gibt es dann schon richtig gute. Also da würde ich jetzt dann auch die WKN immer mit nennen. Okay, nur kurzer Kommentar noch, das erste Unternehmen Yuyuan, nur für alle Zuhörer, Yue und dann zweites Wort Yuen. Ja, das ist die Aktie, die Beate da am Anfang erwähnt hat. Aber ja, jetzt kommen wir gerne mal zu den anderen 8 Aktienfavoriten. Ja. Also, ganz oben steht eigentlich Alibaba. Und das Schöne an Alibaba ist, dass diese chinesische Suchmaschine und Online-Handelsplattform vor allen Dingen ganz neue Sachen machen. Die testen jetzt zum Beispiel auch, wie geht das, wenn in einem Hotel nur Roboter arbeiten und alles machen. Also die sind auch in der Forschung sehr aktiv. Und das ist jetzt ein Unternehmen,
was auch im Nasdaq notiert ist. Das haben wir sonst nicht bei chinesischen Aktien. Ich kann die also im Nasdaq finden und auch in China finden. Alibaba, und das ist jetzt kein Schnäppchenpreis, aber sagen wir mal, wenn ich jetzt auch Google und Alphabet und solche sehe, die haben auch ein KGV von 30 oder mehr. Also da würde mich jetzt das KGV von 30 nicht stören. Und mich würde es auch nicht stören, dass hier die Dividende null ist. Denn wenn ich Amazon kaufe, habe ich auch ein hohes KGV. Ich habe auch keine Dividende und ich kaufe trotzdem Amazon, weil das eben die oder Alphabet, weil das eben die ganz großen Zukunftsmärkte sind mit sehr vielen Geschäftsfeldern. Das würde hier auch gelten. Und die Wertpapierkennnummer von Alibaba, die heißt A wie Anton, 117, M wie Martha, E wie Emil. Also ich wiederhole, A, 117, M, E. Und wenn ich da jetzt gucke, die gibt es ja noch nicht so lange, da haben wir praktisch Kurse in 1- und 3-Jahres-Vergleich. Die haben immerhin 2018 mit Plus abgeschnitten, plus 2, wo der DAX 18,4 Minus hatte. Und in 3 Jahren, also das ist ja nun schon ganz nett, wenn man in 3 Jahren 142% Kursgewinn macht, obwohl ja die Rückgänge waren. Man hat ja im März nicht mehr das 52-Wochen-Hoch gehabt, vom Wochenhoch von 182 und auch nicht mehr das Tief von 114, sondern war mit 156 dabei. Und zu diesem mittleren Kurs sind diese Zahlen nicht schlecht. Also die Aktie habe ich auch und die habe ich mir auch nachgekauft. Mhm. Okay, kommen wir zur nächsten. Also, ich mache nach jeder eine kleine Pause, wenn du da auch selber was dazu sagen willst. Ja, okay, super. Mhm. Also wie gesagt, Baidu, das ist auch ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber und die bieten spezielle Auffindchancen, wenn man also was sucht, sei es Karten, Bilder, Videos, MP3-Dateien. Und diese Aktie ist jetzt zum Beispiel fair bewertet. Die hat ein KGV von 16, da ist gar nichts zu meckern, aber auch eine Dividende ohne, wieder null. Aber das ist üblich in dem ganzen Bereich. Die hat aber jetzt im einen Jahr schlecht abgeschnitten, noch schlechter als der DAX. Dazu gehört was? Die haben minus 30 gemacht. Die waren auch in 3 Jahren nicht gut. Minus 7 und mancher würde sagen, nee, Schnauze voll, mache ich nicht. In 5 Jahren war das auch mäßig mit plus 11. Aber in 10 Jahren, wer die also jetzt zum Beispiel vor 10 Jahren gekauft hätte, der hätte 1100% plus gemacht. Also bei Baidu scheiden sich die Geister. Also sicherer ist dann sicherlich Alibaba, weil die praktisch in allen Zeitverläufen immerhin im Plus ist. Mhm. Und Alibaba ist niedriger bewertet als Baidu. Ja. Dann kommt eine, die habe ich jetzt selber nicht, die wird aber auch sehr empfohlen, weil da die ganzen Wertpapierkennungen, also die ganzen Kennziffern so gut sind. Das ist BOC, also BOC, Hongkong. Also B wie Bertha oder Beate, O wie Oscar, C wie Cäsar, Hongkong. Da ist die Wertpapierkennnummer 661725. Ich wiederhole, 661725. Bei Baidu habe ich sie vergessen, aber die findet man auch ganz schnell. Ja, das kann man einfach eingeben bei Google, dann findet man die sofort. Okay, ja. Ist gar kein Problem. Diese Aktie, die hat in einem Jahr minus 9, das ist nicht schlimm, hat in 3 Jahren knapp 50%, in 5 Jahren knapp 70%. Was hier aber besticht, ist das niedrige KGV von 9. Das ist sehr ansprechend. Und die zahlen auch eine Dividende von 5%. Das ist ja auch sehr ansehnlich. Und jetzt fragt man ja, was machen die überhaupt? Das ist eine Großbank, die entstammt aus der Fusion von 10 ansässigen Geldinstituten. Und diese Großbank, die verfügt über zahlreiche Filialen, Geldautomaten, Vertriebskanäle. Also wenn man eine chinesische Bank kaufen will, also als Aktie,
dann gehört diese zu den Favoriten, wie auch die nächste, die ich gleich nenne. Ja? Soll ich die? Ja, Okay, gerne. das ist China Construction, die ist eigentlich ziemlich bekannt. Die hat jetzt die Kennnummer A wie Anton, 0. Bitte daran denken, dass es kein großes O gibt. Wenn man das nicht lesen kann, ist es immer die 0. Man muss nur aufpassen, dass man die 0 nicht mit dem D wie Dora verwechselt. Das passiert bei ISIN und kleiner Schrift extrem oft und dann kommt man natürlich nicht weiter. Also A, 0M wie Martha, 4, X wie Xanthippe, F wie Friedrich. A, 0M, 4, X, F. Die hat in einem Jahr minus 6 verloren. Das ist ganz wenig, wenn man das mal vergleicht, was hier mit unserer Deutschen Bank und mit der Commerzbank, die vielleicht jetzt doch fusionieren, das so gut ist, zwei Fußkranke zusammen, ob das dann kerngesünder wird, weiß man nicht. Aber wie gesagt, hier haben wir bei China Construction minus 6 plus 40 plus 60 plus knapp 70. Und das Kerngeschäft dieser chinesischen Bank mit Sitz in Peking, muss man sich immerhin so vor Augen halten, die haben über 13.000 Filialen und es umfasst fast sowohl das Firmen- als auch das Privatkundenbanking und auch den Handel mit Wertpapieren. Und da ist das KGV sehr, sehr niedrig, eigentlich nur vergleichbar mit Lukoil und Norilsk Nickel so ungefähr. Und die Dividende ist noch höher, also KGV 6, Dividende 6. Und diese Bank wird auch immer wieder genannt, wenn man überhaupt von chinesischen Banken spricht oder schreibt. Okay. Dann haben wir China Mobile. Da hat man immer jahrelang gelesen, die wachsen ohne Grenzen. Aber das ist auch eine gesunde Firma. Und die kann man auch durchaus kaufen, zumal die jetzt auch in einem Jahr gut abgeschnitten hat. Die werde ich also auch jetzt noch genauer beschreiben. Da ist die Kennnummer 9099 9096222. Ich wiederhole 622, alles zusammen 9096222. Und die hat jetzt doppelt so viel Plus wie der DAX Minus, sogar mehr Plus als der DAX Minus, nämlich 22% in einem Jahr. Das ist bei diesen ganzen Krisen in China ist es ein sehr gutes Ergebnis. Immerhin ja im März gemacht, nicht irgendwann. Und in 3 Jahren kleines Minus von 7, in 5 Jahren 35% plus, in 10 Jahren 40% plus. Hier könnte man sagen, das ist ein flächendeckendes Mobilfunknetz und es zählt zu den weltweit größten. Und das ist ein sehr ertragsstarker Telekommunikationskonzern und ist in über 200 Ländern aktiv. Also bei China Mobile wird man sicherlich aussprechen, da besteht keine Gefahr, dass die mal pleite gehen, dass die sich überschulden. Und die sind auch manierlich bewertet mit KGV 12, da ist nicht zu meckern. Und die Dividende ist auch ordentlich mit 4%. Also die ist jetzt in dem Jahr sehr gut gestiegen. Wer natürlich die beobachtet hat, so 2, 3 Jahre, da hat man sich über die Aktie auch ärgern können, weil man sagt, nein, die kommt ja überhaupt nicht vom Fleck. Das ist ja also wirklich eine Schnecke, die eher einen Langsamkeitsrekord aufstellen könnte. Das war vor 3 Jahren. Aber jetzt in diesem Jahr hat die sich gut gemacht und da könnte man, wenn man sicherheitsbewusst ist und sagt, ich will ein ertragsstarkes Unternehmen haben, was sich nicht groß verschuldet, könnte man die durchaus überlegenswert halten, zumal das KGV mit 12 ja manierlich ist und die Dividende mit 4% ist auch kein Grund zu meckern. Da haben wir nur noch drei, vielleicht hast du aber auch zu diesen Werten noch was zu sagen. Nee, kannst du Ja, weitermachen gerne. dann haben wir ICBC, also China Mobile habe ich auch, Baidu habe ich auch, Alibaba habe ich auch, aber ICBC habe ich jetzt nicht. Das ist auch wieder eine Bank. Also chinesische Banken, die Deutsche Bank, die Commerzbank mit der Marktkapitalisierung locker ein, aber es ist ja auch ein Riesenreich, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und diese großen drei Banken, die ich da aufgesucht habe, die sind alle extrem niedrig bewertet, hohe Marktkapitalisierung,
und hohe Dividende. Deswegen auf keinen Fall schlecht. ICBC hat die Kennnummer A0M. Das ist bei China Construction genauso. Wir haben die gleiche im Beginn, A0M. Und dann wieder die gleiche 4. Also die ersten 4 sind bei beiden gleich. Und jetzt unterscheiden sie sich. China Construction hat ein X und ICBC hat ein Y. Und China hat nach einem X ein F. Und hier ICBC hat nach einem Y B wie Bertha. Also ich wiederhole A0M 4Y B wie Bertha. Wir haben jetzt im einen Jahr von den Banken das beste Ergebnis, nämlich minus 3, das ist fast nichts, und haben in 3 Jahren das beste Ergebnis mit plus 43. Auch in 5 Jahren sind sie etwa gleich, da haben sie 60. Und in 10 Jahren, da sind sie wieder richtig gut, so, nämlich 105%. Ja. Da kann man sagen, diese Industrial-Kommerzialbank auf China, die zählt mit 20.000 Filialen zu den größten Geldhäusern der Volksrepublik für Privat- und für Firmenkunden. Das KGV ist 5,8, die Dividende 5,2%. Also wer chinesische Banken mag, der würde mit dieser wahrscheinlich, was auch die Dividende betrifft und das niedrige KGV und die Kursentwicklung, wahrscheinlich sogar am besten dastehen. Okay, ja, also da kann natürlich Deutsche Bank nur von träumen, von solchen Zahlen. Ja, ja, klar. Okay. Aber ich meine, die Deutsche Bank hat sich natürlich auch verschissen, auf Deutsch gesagt, und die kostete mal deutlich über 100. Die haben sich selber kaputt gemacht mit ihren ewigen Rechtsstreitigkeiten. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Milliarden Euro das schon gekostet hat. Also die ständig liegen Streitigkeiten. Dann haben sie oft auch viel zu viel Bonus ausbezahlt. Und das kostet ja nicht nur viel Geld, das kostet ja auch Einsatz, Motivation, Arbeitskraft. Also ich glaube, die Deutsche Bank leidet auch heute vor allen Dingen durch diese Verwerfung. Aber jetzt sind wir wieder bei China. Lenovo ja. Habe ich ja schon genannt. Lenovo hatte auch jahrelang, wo man gesagt hat, Mensch, die Aktie, die bewegt sich ja auch nicht, ist ja auch praktisch Weltmeisterschaft im langsamen Schneckengang. Aber jetzt in einem Jahr war die richtig gut, sogar die beste von allen chinesischen Werten, die ich gefunden habe. Die hat in einem Jahr plus 81% gemacht. Wenn man mal wieder sieht, unser lieber guter DAX, minus 18 und die 81%, ist hervorragend. Aber in 3 Jahren ist sie eben dahin geschlichen, mit plus 1, in 5 Jahren ist sie auch dahin gedümpelt mit minus 1, dagegen in 10 Jahren, da hat sie dann 420% gemacht. Das ist ein Unterschied. Also Lenovo, wo es so lang geht, weiß man wo auch nicht so genau, aber man kann sagen, Lenovo ist Chinas führender Computer-Technologieanbieter, vor allem für PC, darüber hinaus aber auch praktisch Smartphones, Tablets, Server, Smart-TV-Geräte, die sind also sowohl bei PCs unterwegs, was aber junge Leute kaufen sich meistens keinen PC mehr, so Leute wie ich immer noch, aber sie haben eben auch überall praktisch in diesen modernen Medien wie Smartphones, Tablets, Server und TV-Geräte, Smart-TV, da sind die vorn. Das KGV ist auch nicht schlecht mit 16, ist ja immerhin Zukunftsmarkt, Dividende mit 4,1. Also man soll sich jetzt nicht daran stören, dass der Lenovo-Kurs bei 0,75 ist. Die sind nicht abgeknallt von oben runter, sondern in China gibt es viele Werte, die, wenn sie an die Börse gehen, als Pennystock beginnen. Das würde in Deutschland und in Amerika nicht gemacht werden. Aber ja. In China gehen viele praktisch als Pennystock an die Börse. Das ist einfach mal so. Ja, es gibt in Deutschland ist ja sogar so, dass du ab, also bei den meisten Aktien, jetzt sieht man ja auch bei Commerzbank oder so, dass die, ab, sobald sie in diesen Penny-Stock-Bereich kommen, häufig einen Split durchführen. Ja? Einfach nur aus dem Grund, dass du hier, glaube ich, schon unter einem Euro gar nicht mehr Kapitalerhöhungen und so weiter durchführen kannst. Die brauchen die. Die ja. brauchen eine Kapitalerhöhung. Eine Kapitalerhöhung ist nicht möglich als Penny-Stock.
Und wenn amerikanischen Unternehmen sowas passieren würde, dann, und die sind im Nasdaq, dann sind die aber nach 4 Wochen rausgeflogen, da kommen sie auch nicht wieder rein. Okay. Und in China, sagst du, ist das aber sozusagen normal? Also ja. Es machen nicht alle. Also zum Beispiel gerade diese hier, wenn man jetzt sieht, Tencent, Alibaba und Baidu, die würden gar nicht auf die Idee kommen, als Penny-Stock zu starten. Nie. Ne? Aber viele andere beginnen als Penny-Stock. Und dann kommen sie auch da mit den Chinesen entgegen. Chinesen sind sehr spielfreudig. Das hat man jetzt auch auf der Konferenz gesehen. Die machen jetzt nicht, wie es jetzt bei ETF sogar schon Hebel 2 gibt. Gibt es bei ETF einen Hebel 2? Aber die Chinesen, die lieben Hebelwirkungen, die machen dann sogar Hebel 40 und zocken dann auch mit dem Pennystock rum. Und mit dem Pennystock kann ich natürlich einen Hebel 40 auch besser machen, als wenn die Aktie 100 Euro kostet. Das stimmt natürlich. Also da spielt die Mentalität der Chinesen eine Rolle. Also da darf man jetzt nicht gleich sagen, oh Gott, da greifen schon 1000 Pleitegeier über der Firma, weil Lenovo 0,75 Euro kostet, ECBE kostet ja auch noch weniger, 0,67, seiner Konstruktion 0,80. Also dieses Pennystock-Dasein, auch BOC, die sind jetzt kein Pennystock, aber 3,65 ist auch nicht viel. Also Alibaba, Baidu und Tencent, die weichen da stark voneinander ab. Und dann bin ich schon bei der letzten Einzelaktien und dann kommen noch diese beiden Fonds und ETF. Das ist also, wie gesagt, Tencent. Die kosten so um die 40. Die haben auch in einem Jahr Minus gemacht, aber nicht ganz so hoch wie der DAX, also minus 15. Aber in 3 Jahren kann man nicht meckern, 130, in 5 Jahren 230. Und wenn ich jetzt die Kurse so von gestern sehe, ist Tencent jetzt auch schon wieder etwas teurer und dann sind natürlich die Kursgewinne gerade auch schon wieder wesentlich besser. Hier könnte man sagen, das Internet- und Telekommunikationsunternehmen zählt zu den meist frequentierten Serviceportalen der Volksrepublik. Serviceportalen, die machen sehr, sehr viele Sachen und haben hohe Renditen. Das KGV ist hier hoch, viel höher als bei den anderen. Und die Dividende ist hier ganz gering, fast keine da. Eigentlich nur, damit sie überhaupt sagen, wir zahlen was, 0,4. Und trotzdem zählt aber Tencent, wenn man fragt, wer sind die Favoriten von chinesischen Aktien, dann sagen einige, man sollte aber eine von diesen drei Großbanken nehmen. Und wenn jetzt jemand sehr sicherheitsbewusst ist, dann sollte er wahrscheinlich China Mobile nehmen. Und wenn man dann einfach so in den Zukunftsmärkten drin sein will, dann wären Alibaba, Baidu und Tencent sicherlich die besten Aktien. Ja, also ich muss auch sagen, also gerade also Tencent und so, das klingt natürlich sehr spannend. Also ich habe mich auch schon mal häufiger mit denen auseinandergesetzt. Aber bisher habe ich noch abgesehen von einem kleinen ETF, noch keine China-Werte im Depot, ja? Also diese drei, Alibaba, Baidu und dann eben auch noch China Mobile und Tencent, die habe ich alle so frühzeitig gekauft, dass ich mit allen gut im Plus bin. Ja. Aber es ist eben einfach so, wenn man irgendwann eine Aktie entdeckt, den tiefsten Kurs hat man meistens auch nicht. Und Einhörner findet man auch selten. Aber wenn man dann sagt, Mensch, die interessiert mich und die ist jetzt heruntergekommen, dann sollte man auch nicht jahrelang warten und auf Wunder warten, sondern dann sollte man eben auch einfach mal reingehen. Ich nenne jetzt mal ein anderes Beispiel, ist nicht China. Also wir hatten zum Beispiel in Deutschland 2018 auch einen ganzen Haufen von Neuemissionen. Und da bin ich auch, gucke ich auch immer mal, aus welcher könnten Einhorn werden. Ich habe ja Einhörner wie Nemetschek oder Sartorius. Die sind bei mir 3000% im Plus, genauso rational. Und da habe ich gedacht, wenn vielleicht so etwas passiert, das weiß man nicht, daran kann man keine Werte drauf machen, man kann da nur sagen, ich riskiere es. Dann ist vielleicht die Warta-Aktie so ein Einhorn. Und da habe ich auch in meinem Börsenkurs
wo jetzt am Mittwoch und Freitag ZDF und ARD kommt, den Leuten gesagt, also ich würde an eurer Stelle mal eine Warteaktie kaufen mit V, die wird sicherlich aufgrund der guten Daten in den SDAX kommen. Und genau das passiert jetzt. Jetzt ist sie im SDAX. Und die habe ich, obwohl sie erst an die Börse gekommen ist, 2018, konnte ich die mal für 10 Euro kaufen. Bitte, 2018, noch nicht lange her. Was kostet sie gestern? 38 Euro. Und da sollte man auch da nicht sagen, ach ja, jetzt warte ich mal 2 Jahre, was dann passiert. Sondern wenn man dann sowas entdeckt, sollte man dann auch mal entschlossen sein. Und wenn man so viele Aktien verschiedener Art hat wie ich, nämlich deutlich über 100, dann wäre selbst ein Reinfall mit Warta jetzt kein Desaster für mich gewesen. Okay. Ja, aber ich meine, aber auch gerade für die Leute, die jetzt sozusagen entweder nicht so viel Lust oder nicht so viel Zeit haben, sich mit den Einzelaktien zu beschäftigen, gibt es ja auch viele, Anlageprodukte wie zum Beispiel ETFs, mit denen man ja auch sehr gut abgeschnitten hat, ja, zum Teil, wenn man jetzt zum Beispiel halt eben schon eine Weile dabei ist, ja. Ja, vor allen Dingen bei ETFs wird man ja sagen, das ist nicht keine Anlage für ein halbes Jahr oder für 3 Jahre, sondern sollte man im Grunde genommen auf 10 Jahre oder ewig anlegen. Und wenn man keine Zeit hat, braucht man da auch nicht jeden Monat reinzugucken. Da reicht es oft unter Umständen auch, dass man sagt, so ein-, zweimal im Jahr gucke ich mir das Zeug mal an. Und dass man dann sagt, ja, ist in Ordnung, bin ich zufrieden. Und also ich habe 2 ETFs ausgesucht und 2 Aktienfonds. Mit welchen soll ich beginnen? Gerne mit den Fonds wieder und dann die ETFs. Okay. Und dann können wir ja also die wieder gegenüberstellen. Ja. Aktienfonds, da gibt es sehr viele. Es ist ein sehr, sehr mühsames Spiel, aus diesem Massenangebot praktisch 2 auszuwählen. Du kannst ja, wir können ja vielleicht ganz zum Schluss mal kurz über das neue Fondsbuch, was da Februar es gibt, nachher kann ich das ja vielleicht noch kurz vorstellen. Gerne, ja. Okay, also bei den Fonds habe ich 2 gefunden, die wirklich gut sind. Und die Darstellung ist jetzt auch vom März. Das ist einmal ComGest, auf China. Also da geht es um die Zukunft. Und da ist die Kennziffer 7, 5, 6, 4, 5, 5. Der Fonds kostet so zwischen 70 und 75. Das Allzeithoch war 78,50, also dicht daran, das Tief 58,20. Man sieht, dass der wirklich gut läuft. Und der hat in einem Jahr ein Plus von 1, in 3 Jahren 53, bitte in 5 Jahren fast 120, in 10 Jahren 300. Da ist überhaupt gar nichts zu meckern. Der Umfang ist nicht riesig. Mit 275 Millionen, das ist kein Winzling, aber auch kein Dickschiff, den gibt es seit 18 Jahren und der Ausgabeaufschlag ist 4%, die Gebühr ist 1,50, der ist thesaurierend, der investiert also in Aktien von Asiens großen Börsenplätzen und da sind natürlich so eine Dickschiffe wie Tencent, Baidu, Taiwan, Semiconductor, das sind Aktien, die habe ich auch alle. Die sind da auch drin. Und da ist es nachher interessant zu sagen, und wie ist das Verhältnis der Kursentwicklung gegenüber einem ETF. Es gibt viele Leute, die sagen, nee, ich kaufe nie Aktienfonds wegen dem Ausgabeaufschlag. Also einen Ausgabeaufschlag, den kann ich voll vermeiden, wenn ich schon bei der Auswahl meiner Depotbank gucke, wo wird der aus Werbegründen gar nicht erst erhoben. Meine Bank erhebt Ausgabeaufschläge, aber als guter Bankkunde habe ich das natürlich geschafft zu sagen, also Leute, ich kaufe den nur bei euch, wenn ihr mir keinen Ausgabeaufschlag abnehmt, sonst werde ich die Fonds bei einer Bank kaufen, wo es den nicht gibt. Sowas kann man runterhandeln, da muss man einfach ein bisschen Selbstvertrauen haben. Und wenn jetzt, gestern war zum Beispiel der Tag der Aktien, bezog sich auf DAX-Aktien, die konnte man alle gratis kriegen.
aber auch nicht bei jeder Bank. Meine Bank hat das auch nicht. Habe ich gesagt, also bitte, ich möchte das als euer guter Kunde auch machen, dass ich da nichts bezahle. Ja, weil Sie sind, nehmen wir das bei Ihnen nicht. Also man muss auch manchmal ein bisschen verhandeln, sodass, wenn der Ausgabeaufschlag nicht da ist und nachher der Fonds viel besser abschneidet als der ETF, dann soll man auch nicht wegen der Gebühr rummeckern. Wenn mir zum Beispiel eine Gebühr 2% wäre, wird mancher sagen, Mensch, in 25 Jahren habe ich dann 50% verloren. Das kann mir eigentlich Schnuppe sein, weil ja diese Gebühr, da kriegt keine Rechnung. Das wird immer praktisch von der Performance abgezogen. Dafür müssen die Leute aber was arbeiten. Die können nicht wie beim ETF einfach den Index nachbilden, sondern die müssen sich richtig auf den Hintern setzen oder rumreisen, damit sie die besten Firmen aussuchen. Und viele sind auch nicht so fleißig und die sind auch nicht erfolgreich und die sind dann viel, viel schlechter als ein ETF, aber solche suche ich ja nicht aus, sondern ich gucke dann nach welchen, wo wirklich richtig gut gearbeitet wird. Und wenn ein Aktienfonds richtig gut arbeitet, so dass die Performance, wo ja die Verwaltungsgebühr abgezogen ist, die Leute müssen ja auch was verdienen für ihre viele Arbeit, dann nehme ich einen Aktienfonds. Wenn ich sowas nicht finde, dann nehme ich einen ETF. Das also gleich mal vorangestellt. Also dieser hier, der, wenn man nachher alles vergleicht, wäre der die Nummer 1, nachher Nummer 2 wäre nachher ein ETF interessanterweise. Okay, dann haben wir noch einen, Schroder, ISF Selection Hong Kong, der hat wieder ein bisschen andere Sachen, der hat die Kennnummer 661, der hat in einem Jahr minus 4, der eine ETF hat minus 6, der andere dagegen so gut wie Comgest, der hat in 3 Jahren 61%, da ist er jetzt wieder besser als alle anderen. Also ja. In 3 Jahren ist er besser als der Comgest, nämlich mit 61, viel, viel besser als alle ETFs. In 5 Jahren kann der wieder gleichziehen mit den ETFs und in 10 Jahren ist er viel besser als die ETFs, aber fast gleich mit dem Comgest. Also man könnte also durchaus auch hier die Fonds nehmen, wenn man will. Ich sehe gerade auch, wenn man bei dem jetzt diesen Ausgabeaufschlag von 5% vermeiden kann, dann ist der auch sonst, was jetzt die Gebühr angeht, gar nicht mehr so teuer, ne? Wie sonst. Nee, der ist ja gar nicht teuer. Ja. Also die 5%, ich muss anders sagen, das ist schon eine eigene Herausforderung, das wegzuhandeln, macht ja schon richtig Freude. Ja. Beziehungsweise, wenn man gleich eine Depotbank hat und Vista zum Beispiel verzichtet fast immer auf die. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und dann, dass man sagt, das habe ich gar nicht. Und eine Gebühr von 0,25, da gewinnt dieser Fonds aber ganz klar gegen die beiden ETFs. Also 0,25, das bietet sonst eigentlich immer nur Comstich. Die haben fast immer 0,25. Aber wegen der vielen, sagen wir selbst, eine ETF hat mit China, mit dem Riesenreich auch ein bisschen mehr zu tun. Ja. Da ist die Verwaltungsgebühr nämlich beim einen ETF 0,60 und beim anderen 0,55. Also hier würde ich sagen, wenn ich jetzt keinen Ausgabeaufschlag bezahlen muss, habe ich hier durchaus, würde ich mich für einen von diesen Aktienfonds entscheiden. Vor allen Dingen dieser hier mit 0,25. Natürlich weiß ich von dir, dass dich jetzt hier stören würde, die 16,6 Milliarden Euro. Mhm. Der ist nicht mehr jung, der ist 17 Jahre alt, aber es ist eigentlich von der Sicherheit her, dass es 16,6 besser als wenn jetzt ein Fonds 10 Millionen hätte. 275 ist eigentlich ideal bei dem anderen. Aber wichtig ist eigentlich nur, ob das Management, wenn der Fonds, der ist jetzt 17 Jahre alt, da bin ich ja noch kein alter Mann. Wenn ich Fonds habe, die sind 60 Jahre alt, da muss man immer befürchten, ja verdammt nochmal, wenn dieser gute alte Manager mal in Ruhestand geht, wer macht das dann? Genau. Da kann man kritisch sein, wenn die also jetzt schon von Jahren her da 30, 40, 50, 60 Jahre steht. Bei 17 Jahre würde ich sagen, das ist einer in dem besten Alter. Nicht? Ja. Da kann man eher sagen, schön, der ist noch relativ jung,
hat trotzdem 16,6 Milliarden. Da besteht überhaupt keine Gefahr, dass der übernommen wird. Ja. Also hier würde ich durchaus mit gutem Gewissen auch für Leute, die jetzt auch gar nicht so viel Geld haben und Zeit und sagen, nee, die Einzelaktien sind mir zu gefährlich, hier so einen von diesen beiden oder beide, kann man auch sagen, ich nehme beide praktisch und habe dann noch den Vorteil bei Thesaurierend, dass wenn ich dann gar nichts mehr mache, 10, 20 Jahre lang, dass dann Dividenden und manche chinesische Unternehmen, das haben wir ja vorhin schon gesehen, zahlen hohe Dividenden und die werden immer wieder angelegt in neue Anteile und es immer fortwährend. Ich kann also durchaus sagen, wenn ich sowas 10, 20 Jahre habe und nichts mache, könnte es sein, dass ich nachher eine doppelte Menge an Anteilen habe. Genau, ja, also ich sehe nicht das Problem auch so stark jetzt in der Größe, also von diesen 16 Milliarden Volumen. Klar ist es natürlich bei Fonds, die jetzt zum Beispiel sich auf deutsche Nebenwerte nur konzentrieren, ja, da habe ich nämlich auch gerade immer Interviews bei YouTube und so, da würde ich das zum Beispiel irgendwann als Problem sehen, dass die von ihrer gesamten Fondsidee, wenn es erfolgreich wird und sie viel, viel, viele Millionen einsammeln und sich aber auf deutsche Nebenwerte konzentrieren, dass das dann irgendwann schwierig wird, ja, was passiert mit dem Kapital, was jetzt immer mehr zufließt in den Fonds, wie kann das noch zum Arbeiten geschickt werden? Ich denke aber, dass jetzt in China beispielsweise dieses Problem noch nicht so besteht. Und wenn also man jetzt... Ich sag's nachher. Mach ruhig deine Gedanken weiter, entschuldige. Nee, kein Problem. Ich wollte nur sagen, bei den Nebenwerten ist nachher das Problem, dass dann keine Nebenwerte mehr, also die Aktie nachher nicht mehr zu haben ist. Genau, und dass einfach der Fonds, wenn er zu sehr wächst, dass dann praktisch die Marktkapitalisierung von dem Nebenwert zu gering ist, als dass man den noch abdecken könnte. Das ist daher die Schwierigkeit. Genau, ja. Also beziehungsweise, dass man halt einfach trotz dessen, dass man jetzt zum Beispiel man irgendwie, keine Ahnung, in den Nebenwert investiert und dann schon die halbe Firma besitzt, ja, bei dem ganzen Anlagekapital, was man halt dazu gewinnt. Aber ich wollte jetzt nochmal zu diesem Schroder-Fonds was sagen, weil die Herausforderung ist ja immer, im Endeffekt das zu wissen, hätte man jetzt zum Beispiel in der Finanzkrise vor 10 Jahren in den investiert, dann hätte man jetzt von irgendwie knapp 13 Euro auf über 50 sein Geld halt fast verfünffacht oder so, ja. Und das ist natürlich eine Menge, also über 350% oder so. Und wenn man dann jetzt überlegt, damit sind ja die Gebühren schon mit drin gerechnet. Das heißt, für mich ist es immer so, ich sehe das mittlerweile auch nicht mehr ganz so wie früher, wo ich immer gesagt habe, ich würde nur ETFs nehmen und nie Fonds, weil der Punkt ist einfach der, es gibt immer mehr Fonds auch, die eben natürlich diese wachsende Konkurrenz von den ETFs merken und tatsächlich dann selber in ihren Gebühren anfangen jetzt zu sinken. Ja? Oder halt, wenn ich jetzt einen Fonds habe, der bei den Gebühren genau wie ein ETF ist oder sogar noch günstiger im Bereich China, dann kommt es für mich nicht auf irgendwelche Namen an, also ob ich da jetzt einen Fonds oder ein ETF habe, sondern es kommt einfach auf die Dinge an. Und die Dinge sind nun mal, dass wenn die Kosten gleich sind oder sogar günstiger, dann ist auch ein Fonds interessant für mich. Vollkommen egal, ob das jetzt ein Fonds ist, ja. Also man muss bei den Fonds natürlich immer wieder aufpassen, dass die entscheidenden Fehler oft darin liegen, dass Fonds gemacht werden auf Indizes, wo nur eine kleine Stückzahl drin sind. Ja. Das liegt natürlich dann auch wieder, wenn man jetzt an den DAX denkt, den DAX kennt jeder. Es wird ständig über den DAX geredet, eigentlich immer so, erst kommt der DAX, dann kommt wieder der DAX, dann kommt nochmal der DAX, dann bringt man noch ein bisschen M-DAX und S-DAX und noch ein bisschen Dow Jones, aber die ganze Berichterstattung geht im Grunde genommen um den DAX und wenn dann praktisch ein Anfänger kommt, dann wird man dem praktisch auch dann, ja, DAX-Aktien, DAX-Fonds und die gerade diese Fonds mit mengenmäßig wenig Werten. Was will denn ein Fondsmanager groß machen, wenn auch in seinen Ausführungen Bestimmung oder Bedingungen drinsteht, wir legen praktisch im DAX an und jetzt nicht noch irgendwie so ein
kleines Feld hat, es können auch ein paar MDAX oder TEPDAX dabei sein. Oder wir können untermischen, jetzt da und wenn das nicht drinsteht, dann ist so ein Fonds im Allgemeinen schlecht. Weil nämlich ein DAX-Fonds-Manager, was will der groß machen, wenn er nichts anderes machen kann als ein DAX? Und ein DAX kennt eigentlich fast jeder. Selbst Anfänger, ich habe es ja gestern im Börsenseminar Anfänger gesehen, die wissen sonst als Anfänger so gut wie gar nichts. Aber DAX-Aktien, da können sie alle einige nennen. Ja. Weil das einfach so berichtet. Und dann kaufen natürlich selbst Anfänger oft dann DAX-Einzelaktien, Heimatliebe-Depot DAX. Und ein DAX-Fonds, ein aktiver, der verliert dann zu 80-90% gegen den Index. Das ist beim Dow Jones mit den 30 genauso. Aber auch ein DAX-ETF ist nicht gut. Ich würde doch kein DAX-ETF nehmen, wenn in 3, 5, 10, 20 Jahren MDAX, SDAX doppelt so gut waren und TEPDAX sogar dreimal so gut. Also hier werden natürlich dann auch Anfänger, die erst oder Einsteiger, die beginnen, natürlich dann oft auch reingelegt, dass sich alles um den DAX dreht und dann machen die sowohl mit dem ETF nicht viel, als auch ja, mit dem ETF können sie eigentlich genauso nur abschneiden, wenn der DAX 18% Minus hat, hat der ETF eben auch 18% ja. Minus. Wenn ich jetzt einen Fonds mache, Deutschland, kann es ganz anders aussehen, dass ich dann aus dem DAX, MDAX, TECDAX, SDAX das Beste zusammensuche. Also immer Vorsicht, kauft keine Fonds, wenn praktisch das Grundprodukt DAX oder DAO nur 30 Werte hat. Ganz gefährliches ja. Spiel. Das wollte ich hier nochmal nennen. Ja. Aber jetzt können wir ja uns dann auch mal mit den zwei ETFs beschäftigen, genau. Es sei denn, du möchtest da selber jetzt mal deine Gedanken vorher einbringen. Ja, nee, also ich kann das zu 100% bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ich habe auch letztens mit dem Jonathan wieder ein Gespräch gemacht und da gab es eine Analyse von der Consorsbank. Ist ja eine der größten auch Online-Banken und die haben einfach mal so anonymisiert natürlich die gesamten Depots sich angeschaut von den Aktionären und haben halt so die häufigsten Aktien, die in den Depots bei den Deutschen liegen, aufgelistet. Und das geht dann von 1 bis 30. Ja, und du kannst wirklich sagen, dass in den Top 1 bis 10, da sind im Endeffekt, ich glaube, 90% DAX-Aktien. Und das sind so die, und das sind noch nicht mal die SAP und so weiter. Die kommt dann erst auf Platz 9, sondern ganz vorne ist drin Telekom, Deutsche Bank, Commerzbank, Daimler und so. Nicht mehr DAX. Jetzt nicht mehr, aber die war eben damals noch, als sie wahrscheinlich die Erhebung gemacht haben, noch drin. Aber dann Daimler und so weiter. Das heißt, du kannst wirklich sagen, ja, es gibt diesen starken DAX-Fokus. Und das ist natürlich wie so ein Kreislauf. Die Aktien, die größten sind, kriegen die meiste Aufmerksamkeit. Die meiste Aufmerksamkeit bedeutet die meiste Berichterstattung. Die meiste Berichterstattung bedeutet, dass die Leute am häufigsten mit denen konfrontiert sind. Die kaufen das, was sie kennen. Und dann haben sie am Ende ein Portfolio, was risikoreicher ist, weil es sehr stark untereinander korreliert. Und auch, also mehr Risiko bei weniger Rendite. Das ist so das absolut Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Ja? Und deswegen ist es sehr wichtig, was du da gesagt hast gerade. Also ich würde sagen, das Schlimmste ist es nicht, das Zweitschlimmste. Das Schlimmste ist sicherlich, oder also ich würde sagen, das wäre das Drittschlimmste. Das Schlimmste ist sicherlich, wenn man jetzt im Crash alles raushaut. Ja. Das würde ich als das Schlimmste bezeichnen. Mhm. Wenn die ganz unten sind, dass man dann alles raushaut. Und das nächstschlimmste wäre für mich, wenn man im Mai all seine Aktien verkauft und das auch schon seit vielen, vielen Jahren gemacht hat. Jeder, der das lange gemacht hat, der hat niemals einen steuerfreien Altbestand bekommen und der hat niemals hohe Dividenden eingesammelt, weil natürlich fast alle Hauptversammlungen, nicht alle, aber die meisten sind halt im Mai und Juni. Also das sind für mich die allerschlimmsten Fehler. Und dann kommt dieses DAX-Heimatliebe-Depot, dass man Leute praktisch so auf den DAX fokussiert, auch mit dem ETF, auch mit Fonds. Und das ist ein Trauerspiel. Und wie gesagt, du hast ja auch recht, dass dann auch gerade solche drin sind, die auch BASF gehört zu den Lieblingen. Die kann man sogar kaufen. Die ist um die Hälfte runtergekommen. Hätte ich jetzt überhaupt kein Problem,
mit, auch nicht mit Fresenius, wird auch sehr viel gekauft, ist auch um die Hälfte runtergekommen. Da würde ich sogar sagen, da kann man durchaus jetzt einen Zukauf machen, aber es sind eben, wie du sagst, viele Titel drin, die praktisch wegen der Bekanntheit drin sind und drin bleiben, aber nicht viel machen. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu den ETFs. Sehr gerne, genau. Also, da habe ich die beiden Marken, die auch am bekanntesten sind, iShare und Comsteak. Mhm. Also, da habe ich aber wieder viele untersucht. Also, der erste ist jetzt iShare und da haben wir praktisch die Kennnummer A, 0F wie Friedrich, 5 U, E. A, 0F, 5 U, E. Mhm. Der hat jetzt im einen Jahr minus 6. Das ist jetzt auch keine Katastrophe, wenn man an den DAX denkt mit minus 18,4. In 3 Jahren 40, das ist nicht schlecht. In 5 Jahren 62, ist auch nicht schlecht. In 10 Jahren 180. Aber wie gesagt, da gewinnen hier meine Fonds natürlich um Längen, sowohl praktisch in allen Zeiten. Nicht? Da würde ich den jetzt gar nicht nehmen. Wenn man dann guckt, Umfang 56 Millionen, ist dafür, dass er 13 Jahre alt ist, jetzt auch nicht die Welt. Aber man darf auch nicht vergessen, ETFs, die laufen, vor 13 Jahren liefen die noch nicht richtig. Die laufen eigentlich jedes Jahr mit neuen Rekordzuwachsraten, eigentlich seit 5 Jahren. Jedes Jahr werden es mehr, immer mehr. Und die werden auch immer differenzierter. Und selbst Hebel 2 ist jetzt kein Hintergrund mehr, obwohl ich finde, Hebel 2 hat im ETF nichts zu suchen, gehört im Fonds, wenn man das macht. Aber wie gesagt, die sind auch auf der Suche immer nach neuen ETFs und da finden sie natürlich dann auch die unterschiedlichsten Branchenfonds und Themen, also Branchen-ETFs, das finden die jetzt alles, damit es auch immer mehr werden. Es werden ja auch immer mehr. Also der hat jetzt wenig Kapitalisierung, 56 Millionen und hat eine relativ hohe Verwaltungsgebühr mit 0,60. Natürlich kein Ausgabeaufschlag. Man kann sagen, der ETF bildet den Index mit den Aktien der größten in Hongkong gehandelten Firmen ab. Und dazu gehören natürlich die ich ja auch selber als Einzelaktien besitze: Tencent, Alibaba, Baidu, China Mobile. Und hier könnte man sagen, ich könnte genauso gut jetzt den Comsteak nehmen. Comsteak hat fast immer sonst Gebühren von 0,25, aber im China-Bereich haben die eben auch Gebühren von 0,55. Also man kann auch mal vergleichen, viele Unterschiede bestehen ja nicht, wird ja immer praktisch das Gleiche abgebildet. Es kommt eigentlich dann immer nur darauf an, wann hat man den gegründet. Dadurch ergeben sich dann Unterschiede in der Kursentwicklung. Sonst wäre es gleich. Also man kann alternativ sich auch den ETF 024 angucken von Comsteak, wenn man will. Okay, dann haben wir hier jetzt den Comsteak ETF 022, den stelle ich jetzt wieder vor. Comsteak ETF 022, der hat in einem Jahr, das kommt also auch immer drauf an, sagen wir mal, wann ich reingehe und ob ich jetzt einen ETF mache auf die Blue Chips oder ob ich auch die kleineren mit rein tue, das ist also unterschiedlich. Der hat jetzt plus 1, plus 44, plus 71, also eine reine grüne Weste, könnte man sagen. Der ist aber jetzt sehr niedrig kapitalisiert. Da könnte man auch mal Angst haben bei 19 Millionen, dass der zusammengelegt wird. Und beide ETFs sind ausschüttend. Ich mag die Thesaurierenden lieber, weil ich sage, wenn ich bei Fonds nicht nachkaufe, was ich ja meistens auch nicht mache, dass ich sage, die wachsen dann einfach durch das Thesaurieren, dass hier Dividenden immer wieder in neue Anteile angelegt werden, sodass dann der Zinseszinseffekt immer weiter greift. Da komme ich gar nicht in die Versuchung, meine Ausschüttung in Urlaub reinzustecken, sondern automatisch erfolgt die Wiederanlage. Also
von dort her, weil ich thesaurierend einfach will, wegen des Zinseszinseffekt, im Langzeitdepot, auch für Kinder und Enkel, oft für 10, 20, 30 Jahre angelegt, halte ich die thesaurierende Darstellung für wesentlich besser. Und die haben beide ETFs nicht. Die sind ausschüttend. Und hier haben wir auch wieder eine Verwaltungsgebühr von 0,55. Und man kann sagen, der ETF bildet den Hang Seng-Index mit großen Blue Chips ab, die in Hongkong gehandelt werden. Auch hier zählen dazu wieder Tencent, China Mobile, ICBC, Bank of China. Also ich habe jetzt hier nur Einzelaktien. Ich habe hier weder einen Fonds noch einen ETF. Aber wenn mich jemand fragt, würde ich in diesem Fall einen von den beiden Fonds empfehlen. Es gibt genügend Indizes, wo ich dann sagen würde, da würde ich einen ETF empfehlen. Also das kommt auch immer darauf an, um was es sich handelt. Okay. Ja, also dann haben wir doch wieder eine super Übersicht über den chinesischen Markt und über die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man dort investieren kann. Du hast ja gesagt, du hast keine starke Übergewichtung jetzt da, hast aber einige Aktien in China schon im Depot. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich der Markt weiterentwickeln wird. Vielleicht könntest du noch mal am Ende erklären, du hattest ja immer, hat's mir auch erzählt, dass du ein Buch geschrieben hast über Fonds und die Auswahl von Fonds und ETFs. Das ist jetzt auch gerade im Februar, glaube ich, rausgekommen, ne? Da könntest du ja vielleicht noch mal am Ende ein bisschen erzählen, worum es dort genau geht. Also das erste Fondsbuch habe ich 2017 geschrieben, das kam dann auch 2018 raus. Und mein Ansatz ist immer, ich will eine zweite oder dritte oder vierte Auflage, es muss einfach besser werden. Und die erste Auflage ist für mich niemals der Schlusspunkt, sondern eigentlich auch das Erproben, was kannst du noch besser machen. Und dann habe ich jetzt in dieser zweiten Auflage, die jetzt seit Ende Februar kann man das Buch kaufen, wie finde ich die besten ETFs und Investmentfonds, also gerade ETF als Schwerpunkt ist schon im Titel drin. Und es hat sich ja seitdem auch wieder viel getan. Und vor allen Dingen im ETF-Sektor gibt es diese wunderbaren neuen Bereiche, dass es eben auch ETFs über die Branchen gibt. Das sind ganz neue Zukunftsmärkte. Und dann habe ich natürlich auch gedacht, ich mache da jetzt richtig Vorschläge, wie man mit Startkapital umgeht. Das war beim ersten Fondsbuch noch nicht das Thema. Jetzt ist es ein Hauptthema, dass ich dann sage, wie lege ich 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 an. Und da sind riesige Unterschiede. Und dann natürlich auch wieder, was mache ich, wenn ich sehr risikoscheu bin, sehr vorsichtig. So im Volksmund sagt man dann Angsthase. Auch wenn man Angsthase ist, hört man das natürlich nicht gern. Da freut man sich, wenn man dann als vorsichtig und sicherheitsbewusst gilt. Aber auch diese Gruppe unterscheide ich dann. Dann erfolgsorientiert, das ist so mittleres Risiko, und dann risikofreudig, aber wenn ich mich jetzt selber einschätze, ich bin ein risikofreudiger Typ, aber ich habe auch Aktien, die ich jedem Sicherheitsbewussten oder Angsthasen empfehlen würde, sodass man auch sagen kann, ich kann dann durchaus, wenn ich jetzt zum Beispiel für 5.000 Euro vergleiche oder 10.000 oder 20.000, sagen, ich gucke mir die drei Musterdepots, die drei Vorschläge an und dann kann ich das ein bisschen anders zusammenstellen. Und dann ist auch wieder wichtig, wenn ich jetzt ein Startkapital habe mit 5.000 oder 10.000 Euro und es ist jetzt für Kinder und Enkel oder es ist jetzt für einen selber, der eben nur begrenzte Mittel hat, dann würde ich bei diesen kleinen Anlagebeträgen noch keine Aktien reintun. Einzelaktien würde ich dann erst so ab 20.000, 30.000 oder wenn man schon mit ETFs gestartet ist und jetzt sein Wissen erweitert hat, dass man sagt, okay, ich habe mal die ersten 10.000 in ETFs und Fonds, aber jetzt weiß ich einiges, jetzt will ich dann eben auch in
Aktien rübergeben und dann habe ich für jedes Startkapital habe ich dann andere Aktienvorschläge, sodass man, wenn man Aktienfan ist, dann sagt, ich gucke mir auch mal andere Vorschläge mit anderen Startkapital, mit anderen Gruppen an. Und da habe ich immer ein Firmenprofil, so wie ich es jetzt hier vorgestellt habe, über die chinesischen Aktien findet man alles. Und genauso kann man dann auch den Unterschied finden, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anlage mache für ein Kind oder für einen Enkel. Dann würde ich jetzt sagen, okay, ich mache da auch Mischfonds rein, aber nicht die altmodischen, die alle im Minus sind, sondern es gibt so ein paar moderne, die heißen Multi-Asset-Fonds, dass ich sage, da ist diese Gewichtung Aktien, Anleihen immer marktabhängig. Jetzt wird man wahrscheinlich so ein Verhältnis haben, 90% Aktien, 10% Anleihen. Hätten wir eine Hochzinspolitik, wäre es eher umgekehrt oder wenigstens wieder 1:1. All diese, das würde ich jetzt für Enkel und Kinder machen. Wenn ich selber einen Mischfonds wollte, ich will aber gar keinen, aber ich würde jetzt einen Mischfonds wollen für Leute, die Senioren sind, dann würde man lieber praktisch gar keinen Mischfonds nehmen, weil man sagt, dieses flexible Umändern von Aktien, Anleihen ist für mich jetzt mit 70 oder 80 nicht so interessant. Ich nehme dann lieber praktisch Aktienfonds und ETF. Aber auf all diese Dinge zeige ich hin und habe natürlich dann auch viele Musterdepots und dann eben auch sowohl Branchenfonds, Branchen-ETF, dann auch Vorschläge, wie man auch Kinder und Enkel für Aktien und für Fonds begeistern kann. Also so neue Themen, die kommen da sehr stark zum Ausdruck. Das Buch ist dann auch viel dicker als das andere, kostet aber auch nur 30 Euro. Und wenn man jetzt ein Mensch ist zum Beispiel, der sagt, ich will immer so kleine Episoden haben. Wir machen ja auch immer Episoden über ein Thema, dass man dann sagt, ich kaufe mir so für unterwegs, auch wenn ich in der Straßenbahn bin oder im Zug, das große Buch der Börsenkolumnen, das ist auch ganz neu. Und da habe ich von meinen Kolumnen, die ich so geschrieben habe, für Südseiten, für Bild Plus und für Portfolio Magazine, habe ich von 150 so die 100 besten ausgesucht, die auch aktualisiert. Und damit man die jetzt nicht suchen muss, habe ich die immer nach Themenkreisen geordnet, dass man sagt, ah ja, ich suche jetzt mal Gesundheitswesen oder ich suche jetzt mal ETFs oder ich suche jetzt Fonds oder ich suche Startkapital. Oder ich suche Kinder und Enkel. Oder ich will was wissen über die Indexneuordnung. Das ist ein ganz interessantes Thema. Könnten wir auch mal was zusammen machen, wie sich die ganzen Indizes praktisch in Deutschland seit September 2018 geändert haben. Da ist auch eine Episode. Und da kann man sich einfach den Themenkreis aussuchen. Oder ich will was wissen über künstliche Intelligenz, Robotik. Dann hat es da auch einen Themenkreis und zu diesem Themenkreis gibt es da immer so 2, 3, 4, 5 verschiedene Episoden. Wenn es um Strategie geht, sind es natürlich mehr, als wenn es jetzt zum Beispiel um Robotik geht. Bei Gesundheitswesen sind es wieder mehrere, weil wir ja Biotech haben, gesund, dann haben wir Medtech, dann haben wir Pharma und so weiter. Also da kann man, aber gerade wenn man jetzt querliest und sagt, ich suche bestimmte Themen und ich will das jetzt, interessiert mich jetzt gerade aktuell, dann würde ich auch dieses große Buch der Börsenkolumnen empfehlen. Das ist auch seit 20. Februar auf dem Markt. Und beide, sowohl das Fondsbuch als auch das Kolumnenbuch, haben nur 5-Sterne-Bewertungen, wobei ich sagen muss, eine Bewertung, das ist eine Gefälligkeitsbewertung von Leuten, die mich mögen. Also eine Bewertung ist eine Gefälligkeits-5-Stern. Den kenne ich. Nicht? Okay. Der wollte Gutes tun. Aber alle anderen Bewertungen sind von Fremden, die ich nicht kenne oder erst jetzt kennengelernt habe. Und wir haben also nur 5-Sterne-Bewertung, was mich auch freut. Also diese beiden Titel würde ich als neue Sachen empfehlen, neben diesem Bestseller praktisch waren. Führerschein oder Aktienstrategien, das läuft auch sehr gut, wird sehr gut beurteilt. Familienfirmen ist natürlich nach wie vor interessant und was jetzt immer mehr kommt, auch vom Fernsehen
und auch nochmal von Fokus. Das wollen sie alle. Ist der demografische Wandel, wie sich der demografische Wandel auf das Anlegerverhalten auswirkt, vor allen Dingen, wenn man sagt, in 50 Jahren gewinne ich 10 Lebensjahre mehr. Bei 75 Jahren sind 15. Was mache ich jetzt mit diesem geschenkten Leben? Wie setze ich das um, selbst in meine Anlagestrategie? Ich will ja nicht im Alter arm sein, um Gottes Willen ja keine Altersarmut, sondern mir soll es ja dann richtig gut gehen. Ich will finanziell frei und unabhängig sein. Also dieser demografische Wandel, der wird immer mehr fokussiert und da macht... Und da bin ich jetzt auch Tag und Nacht, wenn ich jetzt nicht gerade sowas mache wie mit dir jetzt heute, sitze ich natürlich dann schon wieder an der Neuauflage vom demografischen Wandel. Aber die alte Auflage vom demografischen Wandel, die kann man auch durchaus kaufen, dass man mit diesem ganzen Problem demografischer Wandel, was das für Auswirkungen hat, dass man damit konfrontiert wird. Aber jetzt habe ich da genug geredet. Ja, wunderbar. Dann freue ich mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei warst und dann sprechen wir das nächste Mal mal über Familienunternehmen und vor allem auch für Anlage für Kinder, ja, also wenn man seinen Enkelkindern was Gutes tun will und wie man das, was da so alles für Strategien gibt und ich bedanke mich für das Gespräch heute und wünsche dir noch bei all den ganzen Terminen, dass du bei bester Gesundheit bleibst und alles gut managst und übernimm dich aber nicht, sondern entspann dich auch zwischendurch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, ich freue mich auch, wie gesagt, und gerade dieses Familienunternehmen DAX Plus Family oder auch GEX. Und wenn man dann weitergeht, wie du ja sagst, jetzt kommen wir von dem Familienunternehmen zu der eigenen Familie, was man da macht. Ja. Genau dieser Übergang, ich finde, da kommen eigentlich zwei Themen zusammen, aber richtig interessante Verbindung. Also da freue ich mich auch so und ich werde jetzt auch so Fakten zusammentragen. Also wunderbar. Ich danke dir auch sehr für das nette Gespräch und auch, dass es dir gut geht in jeder Beziehung und du auch mit diesen Dingen viel Erfolg hast, weil das ja dein Beruf ist. Ich mache das so nebenbei, aber für dich ist das dein Beruf, eben auch diese ganzen Interviews zu machen. Genau. Und da drücke ich dir die Daumen, dass du auch noch viele gute Interviewpartner findest. Okay. Vielen Dank, Beate. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, vielen Dank an Beate für diese umfassenden Infos rund um chinesische Aktien. Ich freue mich auf alle Leute, die hier regelmäßig immer im Podcast vorbeischauen. Und ich hoffe, auch diese Episode hat dir wieder viel Mehrwert geboten. Ansonsten nochmal schönen Dank und natürlich auch an meinen Sponsor, die Börse Stuttgart von diesem Aktien mit Kopf Podcast. Und heute nochmal die letzte Erinnerung hier im Podcast. Es ist bald soweit, die Invest startet in Stuttgart, 5. 6. April. Und ihr könnt euch noch jetzt die letzte Gelegenheit mit Aktien mit Kopf anmelden. Das bedeutet, dass ihr kostenlose Tickets bekommt, wenn ihr noch keine habt und unbedingt vorbeischauen wollt. Schaut einfach mal auf dem Aktien mit Kopf Blog hier unter der heutigen Episode nach. Dort habe ich genau eine Schritt-für-Schritt-Erklärung, wie ihr an kostenlose Tickets kommen könnt, wenn ihr dann zu Invest wollt. Und dann sehe ich euch entweder Freitag oder Samstag. Ich bin natürlich an beiden Tagen da und ich freue mich immer wahnsinnig, nicht nur hier in den digitalen Sphären mit euch zu kommunizieren, sondern eben euch auch mal live kennenzulernen. Rationale Grüße. Ciao, ciao.